Elektromobilität darf nicht Verzicht bedeuten. Das muss Laune machen. Dass man halt irgendwann mal gucken muss, wo gibt es denn überhaupt noch eine Tankstelle? Und deswegen haben wir uns ein Produkt überlegt, was man einfach überall, egal was dort ist, ob grüne Wiese oder eben auch ein Umspannwerk. Damit haben wir auf einen Schlag mehr Ladeports als, glaube ich, der ganze Landkreis oder Spree. So richtig geile Autos machen nicht so, sondern so. Erleben Sie am 10. Oktober die Zukunft des Automobils auf der Bazzaro Electric. Von 12 bis 18 Uhr gibt's die neuesten E-Fahrzeuge verschiedener Marken, interessante Vorträge, Informationsangebote und Ausbildungsberufe rund um das Thema E-Mobilität. Und natürlich auch elektrische Mitfahrgelegenheiten. Und das Ganze ohne Lautes. Die Bazzaro Electric am 10.10. 12 bis 18 Uhr auf dem Erich-Weinert-Platz. Herzlich willkommen zu Bazzaro Electric. Mein Name ist Isabel Müller-Wegerhoff und ich darf Sie heute durch die Veranstaltung begleiten. Wir haben für Sie ein buntes und hoffentlich spannendes Programm zusammengestellt. Ja, und neben dem jetzt gleich anstehenden Electric Talk dürfen Sie im Anschluss die Faszination Elektromobilität selbst erleben. Die Europaschule Storko, die wird uns zeigen, wie sie für sich Elektromobilität möglich gemacht hat. Ja, da drüben sind sie. Ja, und wir verleihen den ersten Ladeport Award, den Oscar von Bazzaro. Diverse Aussteller werden Ihnen ihre Exponate präsentieren und Ihnen natürlich dazu Rede und Antwort stehen. Und dazu finden parallel diverse Workshops statt. Doch jetzt zunächst begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Veranstalter der Bazzaro Electric. Ja, du musst gar nicht weggucken. Ihren Gastgeber Michael Tobias und den Bürgermeister der Gemeinde Bazzaro, Axel Hüller. Herzlich willkommen. Herr Hüller, wir nehmen Sie in unsere Mitte. Ja, Tobi, jetzt einmal durchschnaufen. Sag mal, du hast es ja hier alles organisiert und veranstaltest es. Wie kommt man denn dazu, eine solche Veranstaltung zu planen und dann jetzt auch durchzuführen? Also es ist natürlich die Begeisterung für das Thema E-Mobilität und die Begeisterung für den Ort Bazzaro, muss man ganz klar sagen. Und für mich als Bazzaroer ist es halt so, wir leben ja hier in einem wunderschönen Landschaftsschutzgebiet, wir haben einen tollen See und wir sind ein Kurort und ich finde, es ist mittlerweile an der Zeit, den Menschen mal ein bisschen zu zeigen, wie gut sich E-Mobilität anfühlt, wie lauter. Ich brauche ein bisschen mehr Ton. Es ist an der Zeit, den Menschen hier mal zu zeigen, wie gut sich Immobilität anfühlen kann, wie es sich anhört, wie es nicht riecht und wie sich solche Fahrzeuge in so einem Kurort tatsächlich dann auch darstellen. Und das Ganze ist ja nun mittlerweile, wir sind im Jahr 2020 angekommen, Sie sehen das hier, unglaublich viele Fahrzeuge. Also Sie sehen hier nicht nur Teslas stehen, Sie sehen hier asiatische Fahrzeuge, Sie sehen deutsche Fahrzeuge, Sie sehen das Premium-Modell, Sie sehen aber auch und können hier sich anschauen, Fahrzeuge im unteren Preissegment. Das heißt, die Bandbreite der verfügbaren Fahrzeuge und damit auch Preisspannen, die mittlerweile am Markt existieren, die ist halt gigantisch. Und da ist schon für sehr viele was mit dabei. Es ist also nicht mehr so, dass man nur mit einem sechsstelligen Jahresgehalt sich dann Tesla kaufen kann, sondern das geht halt auch anders. Und das sehen Sie heute hier. Das heißt, wir haben, und da freue ich mich ganz besonders drüber, auch unglaublich viele Enthusiasten mit am Start hier, die mit ihren Fahrzeugen gekommen sind, die die ganze Seestraße runtergeparkt haben. Wir haben ja den ersten Ladepark gebaut in Bazzaro und am Scharmützelsee. Das heißt, wer die Seestraße mal runtergeht, der sieht das. Sie haben hier unten einen von Volkswagen gesponsert quasi, einen Prototypen für deren Ultraschnelllader, das kann man ausprobieren. Und wir haben, glaube ich, 6 oder 7 Normalladeports die Straße runter. Damit haben wir auf einen Schlag mehr Ladeports als, glaube ich, der ganze Landkreis oder Spree. Jetzt mal stark übertrieben. Aber das ist schon was man sich hier anschauen kann. Und nebenbei ist es halt so, Sie sehen ja heute hier auch eine Menge Infrastrukturanbieter. Das heißt, hier kann man sich natürlich auch nochmal aufschlauen. Zum Thema, wie geht das eigentlich, wenn ich zu Hause laden möchte? Wer hilft mir da? Wie funktioniert das? Und wir haben natürlich auch Workshops am Start. Die sind im Hotel Esplanade nachher, da sagen wir noch was zu, die man auch besuchen kann und die, glaube ich, auch super spannend sein werden. Ja, aber
zurück zur Veranstaltung an sich. Du bist ja kein Profi-Veranstalter. Was würdest du denn jetzt sagen für diese Veranstaltung? Was waren jetzt so ganz kurz die besonderen Herausforderungen, die du hier angetroffen hast? Also meine Frau würde jetzt sagen, die größte Herausforderung war ich selber. Weil das war natürlich jetzt eine sehr aufregende Zeit. Ich war da etwas naiv, sicherlich im Start. Und am Ende dann überholt von vielen Profis, die dann mitmachen wollten. Mhm. Und die natürlich dann auch sehr, sehr viele Fragen haben, Detailfragen, auf die ich so im Vorfeld gar nicht gefasst war. Und das war, glaube ich, so eine der größten Herausforderungen, der Umgang mit den Veranstaltungsprofis im Nachgang. Ja, ursprünglich hattest du eigentlich vor, einfach ein paar Leuten hier zu zeigen, was E-Mobilität bedeutet und welche Faszination das auf dich auch ausübt. Aber wie ist es jetzt zu dieser Großveranstaltung gekommen? Warum hast du nicht einfach gesagt, nee, das mache ich jetzt hier im ganz Kleinen und stattdessen haben wir jetzt hier wirklich eine veritable Veranstaltung bekommen? Ja, vielen Dank. Ich glaube, mit dem Begriff Großveranstaltung muss man in diesen Zeiten ein wenig vorsichtig sein. Denn was wir hier haben, ist nach Corona keine Großveranstaltung, ja, muss man sagen, fairerweise. Wir werden ja auch nur begrenzt Publikum auf dem Platz lassen, damit hier ein bisschen Luft zum sicheren Atmen bleibt. Und ich würde natürlich auch alle bitten, sich da entsprechend an das Hygienekonzept zu halten und darauf zu achten. Denn wir wollen ja auch ein bisschen Vorbild sein für Veranstaltungen, die noch kommen. Ne? Und ich glaube, da gucken jetzt alle sehr genau hin, was passiert hier heute. Ja. Ansonsten... Es ist natürlich so, ich bin sehr, sehr überrascht, wie das so jetzt hier ausschaut. Also das hat man sich ja im Traum nicht vorstellen können und freue mich natürlich, dass da so viel Akzeptanz da ist, so viel Interesse da ist. Und ich glaube, heute im Laufe des Tages werden wir doch einige Zuschauer hier haben, die vielleicht auch, wo es Klick macht im Kopf und dann vielleicht auch in Zukunft sich doch interessierter mit dem Thema auseinandersetzen werden. Okay, schon einige genannte Wünsche für die Veranstaltung neben dem gelungenen Hygienekonzept. Hoffentlich. Was wünschst du dir denn noch für die Veranstaltung, für dich selbst? Wann ist sie für dich gelungen? Also für mich ist die Veranstaltung dann gelungen, wenn wir heute Abend abbauen, wir einen wirklich verantwortungsvollen Umgang mit der aktuellen Pandemiesituation beweisen konnten. Und wenn wir hier natürlich auch viele Menschen haben, die hier mit einem Grinsen runtergehen, ja, weil sie zum Beispiel mal auf so einem E-Rocket unterwegs waren oder vielleicht auch mal im Taycan mitfahren durften oder auch, ich könnte jetzt alle Aussteller nennen, ja, einfach mal Erlebnisse für sich heute sammeln haben können, wo sie sagen, wow, das macht nicht nur, also das ist nicht nur ökologisch sinnvoll vom Verstand her, sondern das macht sogar noch Spaß. Wenn wir das geschafft haben und wenn wir dann im Nachgang hier auch sehen, dass in Bad Saro Infrastruktur entsteht, zum Beispiel auch in den Hotels und bei den Ferienwohnungsbetreibern, dann würde ich sagen, war das hier wunderbar. Erfolg. Vielen Dank, dass du das hier alles organisiert hast. Ja. Zu Ihnen, Herr Hüller. Sie sind der Bürgermeister der Gemeinde Bad Saro und Sie unterstützen, Sie haben unterstützt und Sie unterstützen immer noch Herrn Tobias mit seiner Initiative. Warum? Also erst einmal möchte ich mich dem Dank anschließen an Herrn Tobias. Ich habe das ja verfolgt über die letzten Monate, was er da alles angeschoben und geleistet hat. Und auch ich hatte mir nicht vorstellen können, dass es dann am Ende tatsächlich so etwas Großes wird. Ich freue mich darüber riesig. Ich habe das auch von Anfang an unterstützt, weil ich der Meinung bin, dass wir, glaube ich, auf allen Ebenen, von Regierungen bis runter zu den Kommunen, bis runter zu jedem privaten Haushalt, eigentlich gefordert sind, dass wir in den nächsten Jahrzehnten nochmal die Kurve kriegen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und insofern freue ich mich darüber, über solche Events, weil ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger teilweise in den Köpfen schon sehr viel weiter sind als die Politik. Mhm. Und wir können dann hier beweisen, dass das tatsächlich so ist. Und wenn es passiert und wenn das den Erfolg hat, dass aus Regungen im Kopf tatsächlich Handlungen werden, weil man sich hier eben die entsprechenden Überzeugungen geholt hat, die Lösungen gibt es, ich will Teil der Lösung sein und ich setze das jetzt auch um, dann haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge erreicht heute. Ja, vielleicht können Sie noch mal zusammenfassen, warum vielleicht das Thema E-Mobilität vor allem für die Region Bad Saro so wichtig ist. Also das hat Herr Tobias schon völlig richtig dargestellt. Für einen Kurort ist es wahnsinnig wichtig, dass wir zum einen keine Verkehrsprobleme haben, zum anderen keine Abgasprobleme im Ort haben. Da gibt es auch regelmäßig ein Klimaschutzgutachten, das ist vorgeschrieben für Kurorte. Insofern ist für mich die Technologie E-Mobil
E-Mobilität auf jeden Fall eine Möglichkeit, in der Richtung was zu machen. Und wir spüren es ganz einfach auch anhand der Nachfrage unserer Kunden, wenn man so will, unserer Tagesgäste und Hotelgäste, die immer häufiger auch nach moderneren Mobilitätslösungen fragen. Wenn Sie also jetzt einen Blick in die Zukunft wagen dürften, was würden Sie sich wünschen? Wie sieht Bad Saarow in ein paar Jahren aus, was dieses Thema anbetrifft? Also ich denke, unabhängig vom Umstieg auf Elektroautomobile braucht es noch mehr in sich greifende Mobilitätsangebote, das heißt deutlich besseren ÖPNV-Angebote. Wir arbeiten auch an einem Shuttle, das innerhalb Bad Saarows fahren soll. Wir können in Richtung Carsharing noch sehr viel mehr machen und wir hängen ziemlich hinterher bei der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur. Da müssen wir als Kommune in die Potten kommen. Gut. Und noch eine letzte Frage. Was wünschen Sie denn Herrn Tobias jetzt heute für die Veranstaltung? Ich wünsche auf jeden Fall, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen, die er gerade geäußert hat, dass tatsächlich hier Menschen mit einem Lächeln wieder nach Hause gehen und, wie ich finde, mit einem Vorsatz tatsächlich etwas zu tun. Ich weiß, viele tun das schon und haben damit auch Erfolg und sind überzeugt davon, dass das der richtige Schritt war. Das müssen jetzt noch mehr Menschen werden. Und dann ansonsten wünsche ich Herrn Tobias eigentlich, dass er mal wieder ausschlafen kann, schätze ich. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hüller. Vielen Dank, Herr Hüller. Die Bad Saarow Electric am 10.10. 12 bis 18 Uhr auf dem Erich-Weinert-Platz. So, dann übernehme ich direkt und freue mich auf einen ganz besonderen Gast, auf den Frank Müller vom Bundesverband E-Mobilität e.V. in Berlin. Frank, komm doch bitte zu uns. So, Frank Müller ist Leiter des Hauptstadtbüros des Bundesverbands E-Mobilität e.V., Gründungsmitglied und wissenschaftlicher Beirat. Faszination und Begeisterung für eine neue E-Mobilität. Der Bundesverband E-Mobilität setzt sich langfristig dafür ein, die Mobilität in Deutschland mit dem Einsatz erneuerbarer Energien auf Elektromobilität umzustellen. Zu den Aufgaben des Bundesverbands gehört die Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Elektromobilität als nachhaltiges und zukunftsweisendes Mobilitätskonzept und die Durchsetzung einer Chancengleichheit bei der Umstellung auf Elektromobilität. Um diese Ziele zu erreichen, vernetzt der Bundesverband die Akteure aus Wirtschaft, Politik und Medien miteinander, fördert die öffentliche Wahrnehmung für Elektromobilität und setzt sich für die notwendigen infrastrukturellen Veränderungen ein. Frank. Ja, also und ganz, ganz wichtig, ich bin ein großer Fan von Bad Saarow. Ja, das fehlt jetzt noch im ganzen Lebenslauf. Also ich bin seit über 20 Jahren gehe ich hier in diese großartige Therme und finde Bad Saarow ist ein ganz, ganz toller Ort, ein ganz toller Kurort. Und noch besser jetzt wahrscheinlich die E-Mobilitätsstadt Brandenburgs. Auch von meiner Seite nochmal Gratulation für diese hervorragende Veranstaltung hier. Das zu Corona-Zeiten umzusetzen, ist echt eine Leistung. Hochachtung auch von uns als Bundesverband E-Mobilität nochmal Gratulation. Was hier alles rumsteht, das ist schon großartig, das fasziniert. Also das ist jetzt nicht ganz ohne, also das zeigt schon mal eine große, breite Palette der E-Mobilität. Und wir sagen immer, das ist jetzt der Anfang zu einem Massenmarkt. Die E-Mobilität wird ein Massenmarkt in den nächsten 3 bis 5 bis 7 Jahren, je nachdem, wer auch im Verkehrsministerium sitzt. Also da wird jetzt ein Hochlauf sein, da schlackern wir nur noch mit den Ohren. Bestes Beispiel aus der Schweiz, was ist das meistverkaufte Auto in der Schweiz? Ist ein Model 3, Tesla. In so kurzer Zeit ist es jetzt zu einem erst bestverkauftesten Auto in der Schweiz gekommen. Und ich sehe den Hochlauf in Deutschland in den nächsten Jahren genauso massiv. Also wenn die deutschen Automobilhersteller hier nicht aufpassen, dann gehen die in die zweite Liga. Gut, aber was natürlich die deutschen Automobilhersteller auch heute schon leisten können, das sehen wir hier. Das ist, glaube ich, sehr vielversprechend. Und das hat auch eine sehr ordentliche Qualität. Ich habe mir das vorhin angeguckt. Und ich glaube, die Aufholjagd, die wird gelingen können noch. Frank. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was sind denn aus deiner Sicht noch die drängendsten Themen, die im Kontext der E-Mobilität im Moment zu bewirtschaften sind? Und welche politischen und strategischen Weichen müssten denn jetzt in naher Zukunft noch gestellt werden,
um diesen Lauf, den die Elektromobilität im Moment gerade hat, mit Blick auf die Verkaufszahlen auch noch weiter zu fördern? Also für uns als Bundesverband E-Mobilität ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir eine sehr gut funktionierende Ladeinfrastruktur haben. Die Ladeinfrastruktur muss im öffentlichen, im halböffentlichen und ganz wichtig im privaten Bereich funktionieren. Ganz entscheidend für uns ist jetzt, dass wir eine neue Gesetzesnovelle haben, in der wir jetzt in den nächsten Wochen endlich die Gesetzeslage haben, dass man zu Hause, vor Ort, in seiner eigenen privaten Tiefgarage eine Ladestation aufbauen kann, ohne dass man die Mitbewohner da mitnehmen muss, sondern das kann man ganz eigenständig machen. Ganz entscheidend ist, dass wir die öffentliche Ladeinfrastruktur funktionsfähig machen und natürlich massiv ausbauen. Das kann nicht sein, dass wir eine Ladesäule gefördert bekommen und die funktioniert dann nicht. Also sie muss zu 100%ig funktionieren. Wir brauchen auf der Langstrecke, auf den Autobahnen brauchen wir Schnellladesäulen, in den Städten brauchen wir sogenannte DC Typ 2 Ladesäulen, die natürlich mit maximal 22 kW laden, sodass wir eine intelligente Ladeinfrastruktur aufbauen. Und am Ende des Tages wird das Netz das immer schaffen, weil wir haben für 1 Million Elektroautos brauchen wir 0,3% mehr Strom. 0,3% des Gesamtstromverbrauchs in Deutschland. Mehr ist es nicht. Das heißt, das Netz wird nicht zusammenbrechen. Der entscheidende Faktor, wir brauchen eine intelligente Ladung, ein intelligentes Netz. Und es muss überall möglich sein, mit einer Ladekarte in ganz Deutschland unkompliziert zu laden. Ja. Vielen Dank, Frank. Für Sie als Besucher, wenn Sie sich sowas hier mal anschauen möchten auf dem Gelände, in der Seestraße, wir haben ja jetzt den ersten Ladepark gebaut, den Ladepark Saro. Da können Sie sich mehrere dieser sogenannten Normalladestationen anschauen, sogar in Echtbetrieb. Und Sie sehen, das Licht brennt noch in Bad Saro, also es geht nichts kaputt. Und was Sie sich auch anschauen können, hier vorne, direkt am Eingang der Seestraße, steht so eine große bunte Kiste mit einem Monitor drin, der ist größer als mein Fernseher zu Hause. Und das ist ein sogenannter Ultraschnelllader. Das ist ein Prototyp der Volkswagen AG, die so begeistert waren von Bad Saro, dass sie den extra hergebracht haben, um das mal zu demonstrieren. Und dort können Sie auch mal schauen, wie das funktioniert mit dem Schnellladen. Das ist, glaube ich, interessant für Sie, wenn Sie mal auf Autobahnen unterwegs sind. Und sich die Frage stellen, wie geht das eigentlich? Muss ich da auf dem Weg nach Österreich stundenlang irgendwo rumparken? Nee, das müssen Sie nicht. Überzeugen, wie das geht, können Sie sich hier. Gut, Frank, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und wie würdest du das einschätzen, wo stehen wir eigentlich in 10 Jahren? Ja, in 10 Jahren werde ich sehr traurig sein, wenn jemand noch einen Diesel besitzt, weil das Auto wird nichts mehr wert sein. Nicht? Also das wird ganz entscheidend und sehr schnell kommen. Die Nachfrage nach Diesel- und Benzinautos wird rapide zusammenbrechen. Ich denke, Sie sollten darauf vorbereitet sein, wenn Sie meinen, jetzt noch ein Dieselauto zu kaufen. Gute Nacht. Weil die Fahrzeuge nichts mehr wert sein werden. Nicht? Der entscheidende Faktor, der Run und der Boom auf E-Fahrzeuge wird so massiv, so stark sein, dass das Interesse wirklich zusammenbricht bei diesen Fahrzeugen. Das heißt, was wir im nächsten Schritt sehen werden, und das finde ich immer eine schöne Vision für die nächsten 10 Jahre, es wird weniger Tankstellen geben. Plötzlich werden sie ein Problem haben, ihr Auto zu tanken, weil die Tankstellen werden abgebaut, weil die haben kein Business Case mehr. In 10 Jahren wird so massiv viele Elektroautos auf der Straße fahren, dass man halt irgendwann mal gucken muss, wo gibt es denn überhaupt noch eine Tankstelle. Gibt es schon als Beispiel in State New York in den USA, etwas reicheres Viertel, da fährt man schon klassischerweise Tesla und dort werden schon Tankstellen abgebaut. Und da werden wir in 10 Jahren hinkommen, dass man gar nicht mehr an Tankstellen tanken kann, weil die abgebaut sind. Und die Ladeinfrastruktur ist so perfekt ausgebaut. An jeder Stelle kann man sein Fahrzeug nachladen, ob vom Rathaus, vom Schwimmbad, am Fußballplatz oder zu Hause oder beim Arbeitgeber, dass wir gar kein Problem mehr mit dem Laden haben werden. Und wir werden sicher bei Neufahrzeugen ganz grob 70-80% werden Neufahrzeuge werden E-Fahrzeuge sein und wir werden eine Marktdurchdringung von, ich schätze mal, 30-40% in 10 Jahren haben. Gut, Frank, eine letzte Frage. Auf was freust du dich heute besonders?
Also ich freue mich ganz besonders, dass wir heute das Glück haben, hier unseren British Taxi oder London Taxi mitgebracht zu haben, weil das ist doch aus meiner Sicht nochmal ein großer Hingucker, das LEVC Taxi aus London sozusagen hier direkt eingeflogen. Schauen Sie es an, das ist ein Taxi, das eben 6 Personen befördern kann und behindertengerecht ist, also für aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Format, und es ist ein Taxi, ein E-Fahrzeug mit Range Extender, das heißt, der kann am Ende um die 400-500 Kilometer ohne Probleme fahren. So, Frank, vielen Dank fürs Interview. Und ich dachte eigentlich, du freust dich am meisten auf Me Energy. Ja, Me Energy ist natürlich auch nochmal eine ganz großartige Geschichte, weil da haben wir plötzlich eine Möglichkeit, überall in kurzer Zeit Frank, mit Bioethanol arbeiten zu können. Lass den Herrn Sohl seinen Auftritt. Vielen Dank. Ein Applaus für den Frank. So, und da ist er auch schon, der Alexander Sohl. Bitte ich auf die Bühne. So. So, herzlich willkommen auf der Bühne. Vielen Dank. Alexander Sohl, Sohl. Ja. Alexander Sohl ist Founder und CEO von Me Energy mit Sitz in Wildau. Mit seiner Erfindung benötigt das Laden der Zukunft keinen Strom und macht Elektromobilität dort möglich, wo keine Netzanschlüsse existieren. Keine Planung, kein Netzanschluss, einfach abladen und aufladen mit bis zu 200 Kilowatt Leistung an 30 Tagen im Monat. Genau so ist es. Und so einfach wird es auch. Ja. Herr Sohl, darf ich Alexander sagen? Natürlich. Ja, Alexander. Jetzt verrat mir doch mal, was deine Mission ist. Wir möchten Elektromobilität alltagstauglich machen, und da sehen wir eben die Reichweitenangst immer noch sehr präsent, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Besucher. Die Reichweitenangst immer noch als großes Problem bei dem einen oder anderen Besucher, und ich brauche eben nicht nur die statistische Ladeinfrastruktur in Deutschland, sondern ich muss zum ersten Mal schaffen, diese psychologische Angst, irgendwo zu stranden, nicht mehr weiterzukommen, die muss ich bekämpfen. Und deswegen haben wir uns ein Produkt überlegt, was man einfach überall, egal was dort ist, ob grüne Wiese oder eben auch ein Umspannwerk, kann ich einfach abstellen und dann dort schnell laden. 300 Kilometer in nur 15 Minuten. So, jetzt hast du ja schon so ein bisschen verraten, welches Problem dein Produkt löst. Wie schätzt du denn das Potenzial ein an autarken Schnellladestationen? Also wir sehen natürlich, dass wir in Deutschland, obwohl wir ein ausgebautes Stromnetz haben, das eben auch, wie Frank ja gerade schon sagte, in der Lage ist, es zu stemmen, sehen wir als großes Problem Geschwindigkeit des Ausbaus. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange Prozesse, Genehmigungsverfahren und Netzbetreiber, die nicht immer unbedingt kooperativ sind. Und da sehen wir ein sehr, 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 sehr hohes Potenzial und auch einen Bedarf, wenn wir in den nächsten Jahren so einen Markthochlauf haben wollen, dass wir wirklich schnell sind. Und das Zweite ist, es ist so, dass wir auch vielleicht in Bad Saro nicht nur einen Schnelllader in Zukunft brauchen, sondern 3, 4, weil eben alle Leute elektrisch fahren. Und da sind solche Leistungen vonnöten, die wir aktuell einfach nicht aus dem Stromnetz rausbekommen, weil da brauche ich so viel Strom wie 70, 80 Haushalte gleichzeitig. Und diese Strapazen möchten wir dem Stromnetz auch nicht antun. Ich habe von euch ja auch schon das Angebot bekommen, bei einer Fortsetzung der Veranstaltung im nächsten Jahr völlig netzunabhängig hier den nächsten Ladepark bauen zu dürfen. Also schauen wir mal. Alexander, du bist ja Unternehmer. Also nicht nur begeisterter E-Mobilist, sondern auch Unternehmer. Und du hast ein Unternehmen gegründet, mit Sitz, wie gesagt, in Wildau, hier in Brandenburg. Und ich war ja ohnehin überrascht bei meiner Recherche nach Exponaten, nach möglichen Ausstellern, dass hier in Brandenburg schon so unglaublich viel passiert, auch mit dem Thema Elektromobilität und Unternehmertum. Und ich finde das so faszinierend. Erzähl mir doch mal bitte, wie erlebst du Wirtschaftsförderung im Land Brandenburg? Was läuft gut und wo würdest du sagen, braucht ihr eigentlich mehr Unterstützer, ihr jungen Unternehmer? Also erstmal fühlen wir uns unglaublich wohl in Brandenburg, und ich kann auch ganz offen sagen, ohne die Wirtschaftsförderung und auch die Förderpolitik des Landes gäbe es uns nicht, und wir wären bei weitem noch nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Das heißt also, ich erlebe es sehr, sehr positiv. Man ist sehr offen gegenüber neuen Ideen, auch unkonventionellen Lösungen. Und gerade Zukunftsthemen wie eben Nachhaltigkeit und Elektromobilität steht man sehr, sehr offen gegenüber. Wir kämpfen natürlich wie alle jungen Unternehmen mit Bürokratie.
Und ich glaube, da ist auch bei euch im Vorfeld von dieser Veranstaltung das eine oder andere, was man da immer beachten muss in Deutschland. Und da würden wir uns wünschen, ein bisschen mehr Offenheit der Politik und auch des Regelwerks gegenüber unkonventionellen, neuen Ideen, die eben Potenzial haben, einen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft zu liefern. Und das sollte eigentlich das Kriterium sein und nicht eben, ob man die stumpfe Regel 13c Absatz 2 eben auch einhält. Ja, das mit der Bürokratie habe ich auch kennengelernt, wobei ich an der Stelle mich mal ganz stark bedanken muss beim Amt Scharmützelsee für den unglaublich tollen Support. Bevor ich es vergesse, ich mache das mal an dieser Stelle. Ohne die wäre das hier auch nicht möglich gewesen. Alexander, wir sehen dich ja heute den ganzen Nachmittag auf der Veranstaltung. Wir sehen, glaube ich, hier auf der von mir aus gesehen jetzt linken Seite hinter dem roten Tesla eine ich glaube, 1:1 Nachbildung dieser Schnellladestation, dass man so ein Gespür dafür kriegt, wie groß ist das eigentlich. Und by the way, ich habe gehört, dass hier auch Vertreter der Mineralölbranche anwesend sind, die deutliches Interesse an deinem Produkt haben, habe ich gehört. Ja, die fahren hoffentlich irgendwann auch mal elektrisch. Ja, da arbeite ich auch dran übrigens, aber so richtig habe ich sie noch nicht überzeugen können. Aber ich denke, das wird auch noch. Gut, Alexander, erstmal vielen Dank. Danke. Und viel Erfolg mit Me Energy. Dankeschön. So, als nächstes bitten wir Andreas Zurweme ganz herzlich auf die Bühne. Da ist er. Herzlich willkommen. Wir müssen hier immer einmal ein bisschen desinfizieren. Danke sehr. Hallo. Hallo. Bitte nehmen Sie den Platz. Goldene Mitte, Dankeschön. Genau. Stell Sie erst mal ganz kurz vor. Als Chief Executive Officer bringt der leidenschaftliche Unternehmer Andreas Zurweme über 30 Jahre Erfahrung auf mehreren Kontinenten in der Industrie mit. Stationen seines Lebens, Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automotive und Vertrieb, von London über Chicago bis in Silicon Valley, weit gereist. Mit rasanten Fahrzeugen kennt er sich aus, ob auf 2 oder 4 Rädern. Er hat die Hochzeit der Benzinwelt erlebt. Seit über 10 Jahren ist er gebürtige Westfale mit großer Begeisterung in der Elektromobility-Branche aktiv. Andi Zurweme ist überzeugt, dass nachhaltige Mobilität unseren Planeten besser macht und für nachfolgende Generationen erhält. Er sagt, die Welt braucht saubere Mobilität. Neue Technologien sind unsere Chance für eine weltweite Mobilitätswende. Das Zeitalter der Verbrenner ist vorbei. Herr Zurweme, was treibt einen Westfalen ausgerechnet nach Brandenburg, um das Unternehmen eRocket zu gründen? Das war in der Tat ein bisschen ein Zufall, weil einer meiner Gesellschafterkollegen im schönen Henningsdorf gewohnt hat über viele Jahre und ich war unterwegs, mir in Berlin Dinge anzuschauen und habe dann festgestellt, dass uns da was geboten wird. Also ich habe halt eine Industrieansiedlung gesucht mit ebenerdigen Zugängen, mit allen Möglichkeiten, die es ermöglicht, irgendwann das eRocket auch in großen Stückzahlen, was wir definitiv machen wollen, zu produzieren. Und so sind wir in Henningsdorf in Brandenburg gelandet. Ich sag mal, es gibt nicht wirklich in der E-Mobilität einen Unterschied zwischen Henningsdorf in Brandenburg, München oder Stuttgart. Die wirkliche E-Mobilität, die Hypermärkte finden nicht in unserem Land statt, die finden noch nicht mal auf unserem Kontinent statt. Trotzdem, meine Wenigkeit, mein Team, wir fühlen uns da wohl, das macht Spaß. Wir haben auch Henningsdorfer Arbeitsplätze geschaffen, wenn man so will. Also es ist nicht so, dass die Fachkräfte jetzt irgendwo aus aller Herren Länder da zu uns reisen, das ist auch gar nicht mein Ziel. Von daher, da können wir mit leben. Für die, die jetzt noch nicht an Ihrem Stand waren, an dem eRocket Stand, könnten Sie noch mal ganz kurz erzählen, was Sie produzieren? Ich glaube, das weiß noch nicht jeder. Ja, also genau dort vis-à-vis mit diesem grün-weißen Stand zeigen wir das eRocket. Wir haben weltweit eigentlich ein Mobilitätsproblem, innerstädtisch sowieso in den Metropolen, dass wir so eine große Verkehrsdichte haben. Es gibt so einen tollen Spruch von einem Automanager, ich glaube, die benzinfahrenden Kollegen fanden den Satz nicht so gut, der sagte, was nützt mir das größte Elektroauto, wenn ich mit diesem 4 Meter langen, 2 Meter breiten Kasten aufgrund der Verkehrsdichte nicht mehr in die Städte komme.
Also braucht man ein schmales, wendiges, agiles Fahrzeug, dass es emissionsfrei sein sollte, war für uns eigentlich klar. Und das E-Rocket ist ein Elektromotorrad mit 90 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 120 Kilometer Reichweite, was aber den, für die, die es nicht wissen, seit 1903 an der rechten Seite des Lenkers befindlichen Gasgriff nicht besitzt. Es wird gesteuert mit Pedalen. Im Grunde genommen, schnell in die Pedale treten, schnell fahren, langsam reintreten, langsam fahren, höre ich auf zu treten, rollt es aus. Ich bin also geistig beim Fahrrad, gebe aber innerstädtisch und auch von kleiner City zu kleiner City die Pace vor, weil so, wie heute Straßenverkehr läuft, ist 90 Stundenkilometer verdammt schnell. Also das heißt, die Idee, so ein E-Motorrad zu erstellen, ist zum einen, dass es eigentlich hier noch gar keine Konkurrenz gibt und es ist aus dem Fahrrad entstanden, aus der Fahrradidee, weil ich jetzt höre, der Antrieb geht nach vorne. Das heißt, Ursprung ist die Fahrradtechnologie oder Technik, nicht Technologie. Ja. Man könnte sagen, dass man einfach sagen wollte, das Fahrrad ist ja Baron von Dreix, 213 Jahre her, ziemlich alt und eigentlich immer ziemlich, Entschuldigung, in einer ziemlich blöden Situation. Es wird geschnitten, der Autofahrer ist immer stärker und es entstand irgendwann der Gedanke, was ist, wenn ich ein ganz krasses Fahrrad habe, mit dem ich in der Zwischenbeschleunigung von 40 bis 90 ein Auto abhänge. Natürlich kann ich kein Fahrrad 90 Stundenkilometer schnell machen, dann ist das einfach lebensgefährlich. Das schafft auch der Jan Ulrich nicht, egal wie er gedopt ist. Also kommt man irgendwann zu einem Punkt, dass man ein motorradartiges Gefährt hat. Das haben wir. Es bremst gut, es fährt sicher. Aber es wird angetrieben durch Pedale, was dem E-Rocket einen enormen Fahrspaß beschert. Irgendwas sitzt hier krumm, weil für uns war wichtig, Elektromobilität darf nicht Verzicht bedeuten. Das muss Laune machen, Tesla-Fahrer wissen da, wovon ich rede, aber inzwischen auch Polestar-Fahrer oder was auch immer. E-Mobilität muss einen Nutzwert haben, aber es darf nicht sagen, ich muss verzichten, ich fahre jetzt langsamer, ich fahre mit weniger Spaß. Und da haben wir mit dem E-Rocket durch diesen Pedalantrieb, man muss es erleben, dann kann man es ein bisschen eher beurteilen. Der Michael, der hier neben mir sitzt, hat es erlebt, hat mich auch vorher angeschaut, Mensch, kann ich denn das fahren? Ich sage, setz dich drauf, fahr los. Das zeigen wir hier und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es noch eine Teststrecke oder sowas. Weil die braucht man auch, also der Platz reicht dir nicht aus. Und ja, das machen wir in Brandenburg und wollen das jetzt im Zuge der nächsten Jahre internationalisieren. Wenn ich das richtig sehe, Sie haben ja auch welche mitgebracht. Darf man die denn nachher Probe fahren? Die darf man Probe fahren. Aha. Das sind zugelassene Fahrzeuge mit einem großen Kennzeichen. Kleiner Wermutstropfen, man braucht einen Motorradführerschein. Den sogenannten A1er, den meisten Leuten ist das 125er-Kategorie bekannt. Herrschaften, die ein wenig älter sind, oh mein Gott, zu denen gehöre ich auch schon, es darf nicht wahr sein, die den Führerschein 3 1980 bekommen haben, dürfen das auch fahren. Ein schönes Ding ist, dass man ab Anfang diesen Jahres mit Theorie- und Praxisstunden den Führerschein für dieses Fahrzeug ohne eine Prüfung nachmachen kann. Ich weiß nicht, ob ich es war oder ob der Herr Scheuer auf mich gehört hat, dass er das durchgesetzt hat. Ich habe es ihm vor zwei Jahren mal erzählt. Aber hat er gemacht und das ist auch eine Geschichte. Aber nochmal, die es heute fahren, müssen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Noch eine letzte interessante Frage vielleicht. Sie sind Unternehmen in Brandenburg und Stichwort Unternehmensgründung in Brandenburg. Wie erleben Sie die? Wie haben Sie die erlebt? Und was läuft Ihrer Meinung nach gut? Und wo wünschen Sie sich vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung? Also erstmal Unternehmensgründung, Bezug der Industrieflächen und so weiter, ganz großes Kompliment. Lief alles schneller, als ich es von anderen Dingen, die ich am Laufen hatte, in Berlin kenne. Zusammenarbeit auf der politischen Ebene auch. Gut, bei den Politikern, ich hatte den Herrn Scheuer zu Gast, wir hatten den Wirtschaftsminister Steinbach zu Gast. Den erzähle ich immer, was los ist. Da ist immer so ein Verhältnis, meine Mutter hat so einen Kaktus, mit dem spricht die immer und der wirft so über Nacht Blüten, Königin der Nacht nennt sich das. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der hört meiner Mama mehr zu, wie mir die Politiker zuhören, aber wir baggern da weiter und hauen da rein. Wir haben Projekte mit der ILB, also Förderprojekte am Laufen, das ist gut, das ist extrem förderlich, so wie es der Kollege vor mir auch gesagt hat. Die Problematik, und da komme ich immer wieder auf den gleichen Punkt, wir denken in zu kleinen Kategorien. Wenn Sie in Deutschland irgendwo eine Förderung haben von einem Unternehmen, mir fällt gerade noch nicht mal einer ein, in der Größenordnung 7 Millionen, dann hängt der Amerikaner eine Null dran und der Chinese zwei Nullen. Also wenn wir ganz massiv an der Mobilitätswende teilhaben müssen,
dann muss die Förderpolitik sich ganz maßgeblich ändern. Man muss viel mehr Mut haben, man darf nicht wie ein Banker drangehen. Man muss die Unternehmer arbeiten lassen, dann funktioniert da ein bisschen was. Das ist die Kritik. Nichtsdestotrotz auf der normalen Arbeitsebene. Ganz toll, großes Kompliment an Brandenburg. Läuft super. Prima. Bad Sau, wenn Sie jetzt noch Fragen an Herrn Zuwehmer haben, Sie finden ihn da hinten, hat er ja schon selber gezeigt, an dem E-Rocket-Stand oder wenn Sie mal so ein E-Rocket-Probe fahren wollen. Vielen Dank, Herr Zuwehmer. Sehr gerne, ich danke. Sie haben ganz fantastische Schuhe da, das ist unglaublich. Also, kann sogar draufstehen. Sie müssen auch mal E-Rocket fahren und dann sieht das gut aus. Andreas, einmal noch mal kurz, genau, einmal kurz die Hände stehen. Sauber machen. Und also wir haben ja zweimal wirklich tolles Feedback ja für die Wirtschaftsförderung hier einkassiert. Ich gebe das auch gerne mal weiter, denn auch die Wirtschaftsförderung Brandenburg steht hier mitten auf dem Platz. Vielleicht einmal kurz winken, Herr Mumm, ja, wir sehen Sie ja auch gleich noch. Aber also so viel Lob, Chapeau. Gut, vielleicht, Isabel, ich mache noch eine kurze Ansage. Und zwar, liebes Publikum, Sie sehen ja hier vorne zwei Exponate an der Stelle noch. Das eine ist ein Elektromotor für ein Boot. Den haben wir natürlich hier hingestellt, um die Brücke auch zu schlagen zu diesem wundervollen See. Wir hatten anfangs uns die Frage gestellt, ob wir das Thema E-Mobilität nicht nur mit Fahrzeugen zu Land, sondern auch zu Wasser hier an der Stelle organisieren. Aber ich kann Ihnen sagen, ich hab das dann für mich irgendwann mal abgehakt, weil Sie sehen ja, wie groß das hier schon ist und die Komplexität dahinter, sowas zu organisieren, dann doch deutlich hoch ist. Aber das soll der Brückenschlag sein, vielleicht dann auch fürs nächste Jahr. Und Sie sehen auf der anderen Seite einen Scruiser, einen Elektroroller, der im Straßenverkehr zugelassen ist, wie ein Mofa. Ein unglaublich mobiles Gerät. Den kann man gewinnen im Sinne von, wir verlosen hier mal 3 Erlebnistage mit diesem Scruiser. Wie kann man den gewinnen? Und zwar, wir haben dort hinten ein Zelt, da steht Seenland oder Spree dran. Das ist unser Tourismusverein hier in Bad Saarow. Da steht eine Losbox. Also wenn Sie das mal gewinnen wollen, dieses Fahrerlebnis, gehen Sie dahin, nehmen Sie sich ein Los, schmeißen Sie das in die Kiste, behalten Sie einen Teil davon. Und dann sind Sie heute Abend in der Auslosung mit dabei. Sie brauchen nicht mehr vor Ort sein, wenn Sie so lange nicht warten wollen und noch andere Pläne für den Tag haben. Schreiben Sie Ihre Handynummer rauf und sobald Sie gewinnen, rufen wir Sie dann auch an. Gut, dann geht es jetzt aber weiter im Programm. Fabian Braun. Ja, genau, ich bin dran. Wir hatten jetzt den Fabian Paul eigentlich als Gast. Der Fabian Paul ist auch Unternehmer, ein Urgestein quasi im Kontext der E-Mobilität in Berlin. Der Fabian Paul hat mit seinem Unternehmen hier mich von Anfang an sehr, sehr unterstützt. Mit ihm haben wir auch den Ladepark bauen können. Das heißt, die Ladestationen, die Sie überall auf dem Platz hier rumstehen sehen, die sind von Fabian Paul, von Service for Charger und Hey Charger. Fabian Paul ist leider erkrankt und hat heute Morgen leider absagen müssen. Ich wünsche an der Stelle ihm auf jeden Fall gute Besserung und nochmal vielen, vielen Dank für diese super Unterstützung. Aber wenn Sie das Thema Ladeinfrastruktur interessiert, und davon gehe ich aus, wenn Sie sich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen, dann finden Sie die Firma Hey Charger und Service for Charger auch hier drüben auf der Seeseite mit dem schwarzen Pavillon. Und dort können Sie sich auch nochmal informieren zum Thema Ladeinfrastruktur, zum Beispiel für Ihre Garage, aber natürlich auch zum Thema Ladeinfrastruktur für Kommunen. Gut. Herr Ofenhäusle, Sie stehen da ganz entspannt in Ihrem Stand. Sie müssen jetzt zu mir auf die Bühne kommen. Und deswegen begrüßen Sie bitte ganz herzlich, da kommt er, Herrn Ofenhäusle, auf der Bühne. Applaus. Sogar im Dauerlauf. Dann dürfen Sie mitsamt Ihrem Solarpanel einfach mal, genau, auch in der Mitte Platz nehmen, bitte. Christian Ofenhäusle ist Gründer und Geschäftsführer der Berliner Agentur Empower Source, haben Sie mir vorher auch erzählt. Diese hat sich ganz und gar den Themen der dezentralen Energiewende verschrieben. So betreiben Sie auch die Plattform machdeinstrom.de, auf der sich alles um Balkonkraftwerke dreht. Mit diesen kleinen Solarkraftwerken für die Steckdose, die mit wenig Aufwand, wurde mir vorher eindrücklich demonstriert, in jedem Haushalt betrieben werden können, kann man bis zu 20% seines eigenen Strombedarfs selbst decken. Das spart Geld und hilft dem Klima.
Auf machtdeinstrom.de erhalten Interessenten und Nutzer umfangreiche Informationen und kostenlose Unterstützung bei ihrem jeweiligen Mini-Solarprojekt. Ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir Energieriese. Ja, Herr Ofenhäusle, mir haben Sie es vorher erzählt, ich war ganz fasziniert, aber können Sie es nochmal erklären, was genau steckt denn hinter den Balkonkraftwerken für jedermann? Das ist ganz genau die richtige Frage. Ja, was dahinter steckt, das werden wir uns gleich nochmal angucken. Ja. Aber tatsächlich geht es bei den Balkonkraftwerken darum, dass eben, sag ich mal, mit einem Schlag die Anzahl derjenigen, die sich aktiv an der Energiewende beteiligen können, um 100% erhöht hat vor 2 Jahren. Es ist nämlich so, dass, ich meine, Solaranlagen sind ja jetzt wirklich nichts Neues, das kennt man schon seit vielen Jahren. Nur ist das halt bisher Hausbesitzern vorbehalten gewesen, die geeignete Dachflächen haben, da ihren eigenen Strom selbst zu erzeugen mit solchen Solarmodulen oder Solaranlagen. Oder eben, wenn es Energieversorger sind, die sich eben große Freiflächenanlagen da hinstellen. Und das ist jetzt eben vorbei. Tatsächlich ist jetzt jedermann in der Lage, seinen eigenen Strom zu erzeugen, sobald er irgendwo einen Platz hat, wo er Sonne ernten kann. Beispielsweise auf dem Balkon oder im Garten, auf der Garage, auf dem Dach, völlig egal, auf der Terrasse. Sobald man irgendwo einen Platz hat, wo man Sonne hat, kann man sich so ein Solarmodul hinstellen. Wir haben auch noch mehrere drüben am Stand. Das sind im Prinzip dieselben, die man auch von den großen Anlagen her kennt. Aber die haben einen kleinen Twist. Und das ist genau das, was nämlich dahinter steckt. Das zeige ich mal ganz kurz, wenn es recht ist. Mhm. Das sind diese kleinen Kisten hier, sogenannte Mikrowechselrichter, die da hinten dranhängen. Die machen aus dem Gleichstrom, der aus dem Solarmodul kommt, Wechselstrom. Und die machen es möglich, dass man das direkt in die eigene Steckdose zu Hause einstecken kann. Das heißt, man braucht keinen Elektriker mehr und niemanden, der kommt und einem irgendwie eine neue Leitung legt zum Zählerkasten oder was weiß ich was, sondern man kann diese Geräte einfach selber einstecken. Und das ist der Charme daran. Ne? Das heißt, ich habe da einfach ein Kabel, das jetzt, wenn ich vom Balkon ausgehe, vom Balkon irgendwie reingeht oder ich kann auf dem Balkon irgendwas betreiben. Genau. Und jetzt, wenn ich so ein Balkonbesitzer irgendwie in einem Hochhaus bin, wo packe ich das hin? Naja, Sie haben natürlich die Möglichkeit, sag ich mal, wenn Sie auch Hochhäuser haben ja Balkons. Ja, ja, ja klar, durchaus, wenn ich einen Balkon habe. Ich setze mich mal wieder. Von dem her ist es natürlich eine Möglichkeit, das da anzubringen. Wichtig ist natürlich, unabhängig davon, wo Sie es nachher anbringen, müssen Sie verschiedene Sachen beachten. Das eine ist, dass wenn Sie ein schweres Modul haben, so ein Glasmodul, dann darf das im Normalfall mit wenigen Ausnahmen nicht höher als 4 Meter angebracht werden. Aber für das gibt es, also für Gebäude, die jetzt höher sind als das, gibt es eben solche Lösungen wie das, was ich hier habe. Das sind solche Glasfasermodule oder Laminatmodule, flexible Module, die man tatsächlich einfach mit einem Kabelbinder im Prinzip auch festbinden kann, weil die einfach so leicht sind, die wiegen dann 3-4 Kilo. Und das kann man ja prinzipiell überall machen. Ja, das könnte man auch aus dem Fenster hängen, wenn einem so wäre. Okay, aber Balkonbrüstung zum Beispiel oder sowas. Balkonbrüstung. Aber das hängt ja dann senkrecht. Eigentlich weiß ich, Solarpaneele stehen immer... Die sollen eigentlich in einem Winkel stehen, genau, ja, also so ungefähr 36 Grad, also irgendwas zwischen 20 und 40 Grad, da ist man eigentlich gut mit bedient, ja. Aber das Ding ist, das muss natürlich optisch auch zum Geschmack passen, ja. Es gibt natürlich auch für Balkonbrüstungen oder insbesondere natürlich, wenn man es in den Garten stellt, solche Aufständerungsdreiecke, ja, das sind dann also im Prinzip 2 Dreiecke, die stehen nebeneinander und da schraubt man das Modul einfach drauf und dann steht es schräg, ja. Allerdings, wenn man das an Balkon macht, dann hängt das natürlich auch quasi oben drüber, über den Gehweg oder was auch immer da unten drunter ist. Und muss man dann selber entscheiden, ob das gut ist für einen oder nicht. Und vor allen Dingen, wenn man das in einer Mietwohnung macht, muss man natürlich vorher mal mit dem Vermieter drüber gesprochen haben, wie der das denn so findet. Aber man kann es theoretisch auch einfach senkrecht runterhängen. Ich habe dann wahrscheinlich nicht so viel Strom. Man hat dann etwa 20-30% Verluste dadurch, dass man halt nicht diesen perfekten Sonnenwinkel hat. Aber man erzeugt halt nichtsdestotrotz seinen eigenen Strom am Balkon. Also wenn ich mir das so als Laie vorstelle und damit Strom produziere und natürlich noch zusätzlich aus der normalen Leitung Strom zuspeise oder hauptsächlich einspeise, könnte ich theoretisch damit meinen Stromzähler zurückdrehen? Wäre das so? Das ist tatsächlich bei den alten Stromzählern mit der drehenden Scheibe drin, die sogenannten Ferraris-Zähler, da ist das tatsächlich so. Also wenn man da mehr erzeugt,
also zum Beispiel im Sommer, wenn man in Urlaub fährt, ne, die Sonne knallt schön runter, das Balkonkraftwerk läuft auf Hochtouren, weil man hat drinnen alle Kippschalter umgelegt und den Gefrierschrank abgetaut und ist nach Malle geflogen, dann ist mehr Strom da, als verbraucht werden kann im Haushalt, ja, und dann läuft quasi der Zähler rückwärts, es läuft rückwärts ins Netz raus und das darf es eben nicht. Ja, deswegen, ja genau, ist ja irgendwo ein Haken bestimmt. Genau, der Haken, aber der Haken ist sehr, sehr klein. Man muss beim Stromnetzbetreiber, das ist derjenige, der quasi die Kabel, die öffentlichen Kabel im Boden gehören, muss man vorher Bescheid sagen, dass man jetzt so ein Gerät in Betrieb nimmt. Da reicht normalerweise so ein A4-Formular, das haben viele von denen schon auf der Webseite zum Runterladen. Bei über 130 Netzbetreibern geht die Anmeldung auch über uns, über machtdeinenstrom.de, findet man dann direkt auf der Webseite den Formularservice, so heißt das. Und dann schicken die einen vorbei. Und der nimmt den alten Zähler raus und hängt den neuen rein. Okay. Und das ist dann so eine moderne Messeinrichtung, heißt das. Und der kann eben auch in zwei Richtungen separat messen. So. Ah, gut. Genau. Und das ist in den meisten Fällen aber auch kostenlos. Mhm. Und jetzt noch eine letzte Frage, das ist bestimmt auch noch interessant. Was muss ich da so ungefähr investieren und was bringt es mir, sagen wir mal, auf den jährlichen Verbrauch? Also die Preise sind tatsächlich relativ unterschiedlich. Man muss vielleicht eins dazu sagen, die maximale Leistung, die man anschließen darf, sind 600 Watt. Also 600 Watt Wechselrichterleistung, diese kleinen Kisten hinten dran. Da gibt es welche, die haben eben 600 Watt. Und so eine Anlage, so eine Maximalanlage sozusagen, die liegt dann so bei 800 Euro etwa. Und wenn man aber, sag ich mal, keinen so besonders großen Verbrauch hat oder auch nicht den Platz dazu hat, dann reicht eben auch ein Modul. Und da ist die Price Range so bei den kleinen Modulen zwischen 280 bis 300, 400 Euro. Und bei den doppelten quasi, also mit zwei Solarmodulen und einem größeren Wechselrichter, liegen wir dann so bei 800, ja, maximal 1000 Euro. Aber das Schöne daran ist, man spart halt auch dann mehr. Ne? Also wenn man das tatsächlich auch zu Hause verbrauchen kann, hat man mit den großen Anlagen im Jahr auch 150 Euro Einsparung an Stromkosten. Und mit den kleineren? Dann etwa die Hälfte. Dementsprechend, das ist wirklich so. Und das heißt natürlich, man hat die Investition nach 4 bis 6 Jahren wieder drin. Und das Schöne daran ist, die Dinger haben 25 Jahre Garantie, viele von denen. Ja? Also die Wechselrichter haben 25 Jahre Produktgarantie in vielen Fällen und die Module haben 25 Jahre lineare Leistungsgarantie in fast allen Fällen. Das heißt, man produziert auch nach der Amortisierung noch 20 Jahre lang kostenlos Strom. Das okay, und Wartungsleistung, also oder Wartungskosten habe ich wahrscheinlich auch, einfach hänge mir das am Balkon und dann hält es 25 Jahre. Und fertig ist, ja, nee, tatsächlich ist es so, auch die Wechselrichter sind so konstruiert, dass da sind keine beweglichen Teile drin oder irgend sowas, das funktioniert alles elektronisch, die Steuerung, und die läuft halt einfach, da gibt es keinen Verschleiß, die halten die Temperaturwechsel draußen an der Luft aus, gerade auch die Solarmodule sind ja dafür gemacht. Ja? Wir haben ja die Erfahrung, wir wissen, selbst die Anlagen, die vor 20 Jahren gebaut wurden, wo die Solarmodultechnologie noch nicht so weit war, selbst die funktionieren immer noch tadellos auf den Dächern, auf denen sie verbaut sind. Okay. Und das wird bei denen halt selbstverständlich genauso laufen. Klingt gut. Herr Ofenhäusl ist ja Vertreter sozusagen für die Anbieter von solchen Solarmodulen und er hat seinen Stand gleich hier vorne, eigentlich im Prinzip da im Eingang, wo man von der Treppe runtergekommen ist auf das Gelände hier. Sieht und er aus kann wie ein Balkon, kaum zu verfehlen. Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, er kann Ihnen sicherlich noch mehr dazu erzählen und vor allem zeigen, wie man sich das an das gegebenenfalls vorhandene Balkongeländer hängt. Vielen herzlichen Dank, Herr Ofenhäusle, für die Demonstration dieser Solarpaneele. Danke für die Gelegenheit, heute hier zu sein. Also ganz tolle Organisation, wir freuen uns wirklich sehr. Sehr gerne, Christian. Danke. Wir halten, genau, Applaus für den Christian. Ja. Dankeschön. Und dieses tolle Thema. Ich halte mal kurz, du gehst dir bitte deine Hände noch mal kurz desinfizieren und das Mikro. So wird es gemacht, darf ich das abgeben? So, vielleicht ganz kurz zwischendrin. Der Christian hat ja auch erzählt, wenn Sie sich an Ihren Netzbetreiber, und unser Netzbetreiber ist ja die EDIS, die EDIS steht auch hier unten. Und ich glaube, John, du kriegst jetzt ein paar Anfragen zum Thema neuer Zähler. Die EDIS kooperiert auch mit uns, was die Anmeldung angeht. Also schönen Gruß auch nochmal an den Netzbetreiber hier vor Ort in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ihr macht eine ganz tolle Arbeit. Ja. Danke. So,
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was gehört, immer wieder über das Thema Wirtschaftsförderung. Und ich freue mich natürlich jetzt, die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg dann hier vorne auf der Bühne begrüßen zu können mit Herrn Lennart Mumm. So, da hat er jetzt nicht mit gerechnet. Hallo. Hallo. So, herzlich willkommen auf der Bühne. Danke. Herr Mumm. Ja. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor und gerne. Dann kommen noch so ein paar schöne Fragen. Also, Lennart Mumm ist Mitarbeiter bei der Anlauf- und Koordinierungsstelle E-Mobiles Brandenburg, der AKEMO. Die AKEMO wurde im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie bei der Energieagentur der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg in Potsdam etabliert. Sie dient als Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Elektromobilität. Punkt. Neben der Beratung von Unternehmen und Kommunen zu Förderthemen und Fachfragen rund um Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist die Wissensvermittlung und Vernetzung eine wichtige Aufgabe. Durch Vorträge, Veranstaltungen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit wird die Elektromobilität in Brandenburg gefördert. Dabei wird der Wandel im Land hin zu einem energieeffizienten, klima- und umweltverträglichen Mobilitätssystem forciert. Herr Mumm. Ja. Was sind in den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht der Wirtschaftsförderung die zentralen Herausforderungen bei der Forcierung der E-Mobilität in Brandenburg? Ja, erstmal hallo von mir. Ich glaube, es gibt verschiedene Herausforderungen oder Aufgaben, aber das Thema Ladeinfrastruktur ist nach wie vor ein Thema. Wir sind auf einem guten Weg, auch in Brandenburg. Die Zahlen gehen nach oben, sei es öffentlich, auch halböffentlich, aber da ist noch viel Luft. Das heißt, dass da nach wie vor mehr gefördert wird, da bin ich der Meinung. Und dass auch das Thema in jeder kleinen Kommune ankommt. Also es gibt gewisse Städte, die sind sehr fortschrittlich, aber bis es bei jeder Stadtverordnetenversammlung, bis es bei jedem Bauamt ankommt, dass das Thema nicht mehr klein zu machen ist, das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was einfach die Zeit braucht und persönliche Gespräche und Überzeugung, weil viele eben im Thema nicht so tief drin sind, wie wir es sind, als jetzt Immobilitätsfreunde in dieser Blase ein Stück weit. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ja. Da war jetzt natürlich ein Stichwort dabei, und Sie haben mir damit eine Frage vorweggenommen, okay. Denn ich wollte Sie eigentlich fragen, was aus Ihrer Sicht tatsächlich die Herausforderung ist, die sich im Vergleich zu Berlin ergeben. Berlin natürlich als Großstadt mit einer Fläche, aber Brandenburg natürlich noch viel mehr Fläche, aber deutlich weniger Einwohner. Und Sie sagten es ja selber, die große Herausforderung ist, das Thema Ladeinfrastruktur tatsächlich in den Kommunen auch zu etablieren. Was würden Sie denn heute Kommunen sagen, wenn man Sie fragen würde, wie gehe ich mit dem Thema um, wie komme ich zum Start, also wie kann ich anfangen? Gibt es denn im Moment in Brandenburg Fördermittel, Fördermöglichkeiten, um Kommunen da zu unterstützen? Genau, also zuerst mal würde ich mit den Kommunen ehrlich kommunizieren und jetzt nicht sagen, dass sie mit einer Ladesäule jetzt reich werden können innerhalb von wenigen Jahren, Monaten, weil es einfach momentan nicht möglich ist. Ich würde aber verschiedene Argumente anführen, sei es lokale Wirtschaftsförderung, also Leute, kaufkräftige Leute in die Region bringen, das ist ein Thema. Und einfach das Argumentieren, dass ja gerade die E-Fahrzeuge auf dem Land sinnvoll sind. Es gibt vielfach Pendelstrecken, hohe Eigentumsquote von Einwohnern und eben nicht den guten Nahverkehr, wie es in den Großstädten gibt, der eigentlich in den Großstädten ja das Mittel der Wahl sein soll und nicht zu viel Individualverkehr. Das ist sozusagen diese Sinneswahrnehmung, dass eben nicht E-Fahrzeuge für die Stadt sind, wie es früher mal hieß. So. Und es gibt derzeit vom Land Förderung für öffentliche Ladeinfrastruktur, das heißt zum Beispiel für Kommunen, Stadtwerke oder auch Unternehmen, die sagen, sie bauen öffentlich Normal- und Schnellladepunkte auf. Und da gibt es auch diverse Projekte, wo das angenommen wurde, aber da ist eben auch noch Luft nach oben und noch mehr Geld da als, ich sage mal, Anträge, weil einfach das auch ein Stück weit Arbeit ist und auch Bedingungen erfüllt werden müssen für eine Förderung, was einige leider abschreckt. Aber da ist noch Geld da. Also wer Interesse hat für öffentliche Ladepunkte in Brandenburg, bitte gerne an uns und die Kollegen wenden. Aber das hört sich doch gut an. Es ist noch Geld da, der Topf ist noch voll. Also das sollte ja eine Motivation sein, auch für alle Kommunalvertreter unter Umständen, sich mal die Frage zu stellen, kann ich davon noch was abhaben und kann ich in meiner Gemeinde hier mal mit dem Thema anfangen. Herr Mumm, Sie brauchen jetzt nicht alles verraten, weil Sie leiten ja noch einen Workshop. Wir haben einen Workshop im Hotel Esplanat in der Galerie E bis F, wo sich verschiedenste Teilnehmer angemeldet haben, die auch ganz wissbegierig sind und die von Ihnen natürlich auch mal wissen wollen, wie funktioniert das mit Ladeinfrastruktur, wie geht das. Dieser Workshop beginnt direkt im Anschluss an den Talk.
Und für alle, die sich angemeldet haben, wie gesagt, bitte gehen Sie dann rüber zum Hotel Esplanade und dort in die Galerie E bis F. Das ist dann im Erdgeschoss neben der Rezeption, aber da gibt es dann auch ein Leitsystem. Sie finden den Weg dann schon. Herr Mumm, ich habe natürlich noch eine Frage. Sie sind ja ganz nah dran als Wirtschaftsförderer, auch an dem ganzen Thema Tesla-Ansiedlung, wenn vielleicht auch nicht selber im Boot, weil Ihr Schwerpunkt doch noch vielleicht ein anderer ist, aber nichtsdestotrotz im Dunstkreis der Wissenden, um es mal so zu formulieren. Und was mich natürlich interessiert, Sie wissen ja, Herr Steinbach hat diese Veranstaltung sehr, sehr früh unterstützt, das freut mich auch, also es gibt Grußworte von Herrn Steinbach auf der Website. Was mich natürlich immer interessiert, das hat er mir noch nicht verraten, was war denn das Erfolgsrezept und die Erfolgsfaktoren, um Tesla zu motivieren, tatsächlich nach Brandenburg zu kommen? Ja, also wir hatten wirklich tatsächlich mit dem Thema gar nichts zu tun. Es war auch im Haus extrem geheim. Es gab eine Handvoll Kollegen, die involviert waren, aber wir haben es erst durch die Presse erfahren und danach gab es erst interne Kommunikation. Und das war wohl auch ein Argument, was zählt, war halt eben dieses professionelle Arbeiten, die Verschwiegenheit und nicht wie andere Bundesländer, die das über Umwege schon nach draußen haben sinken kann lassen, das Interesse von Tesla. Das ist für mich als, ich sag mal, Außenstehender, was mir erzählt wurde, ein Hauptgrund neben dem großen Anteil erneuerbarer Energien in Brandenburg, neben den Flächen, neben den potenziellen Arbeitskräften aus dem Umland, Berlin, Frankfurt-Oder und vor allen Dingen auch dem Ruf von Berlin im globalen Wettbewerb. Das klingt eben cool. Giga Berlin ist zwar in Brandenburg, aber dieser Ruf, der, glaube ich, zählt. Zusammen mit dem Ingenieurwissen, was in Deutschland vorhanden ist, hat, glaube ich, den Ausschlag gegeben, ohne selber beteiligt gewesen zu sein. Genau. Gut, ja, vielen, vielen Dank, Herr Mumm. Ich wünsche Ihnen heute gute Gespräche. Wenn Sie gründen möchten, wenn Sie was zum Thema Immobilität wissen wollen, Fördermöglichkeiten, ist Herr Mumm dann Ihr kompetenter Ansprechpartner. In einigen Bereichen, genau. Ich kann die Kollegen nicht vermitteln, überall, die das Bereich, wissen, genau. Und ich wünsche Ihnen auch einen erfolgreichen Workshop dann gleich mit Ihren Teilnehmern und freue mich natürlich, wenn dort viele Wissende rauskommen, die danach dann anfangen, schön in Ladeinfrastruktur zu investieren. Ja? Ja. Herr Mumm, vielen Dank. Dankeschön, darauf freue ich mich auch. Und einen schönen Danke. Tag Ihnen noch. Ciao. So, und jetzt bitten wir, das freut mich sehr, die erste und leider auch einzige Dame hier auf die Bühne. Ich kriege Verstärkung. Frau Ströhr, ich sehe, da ist sie. Herzlich willkommen, Frau Ströhr. Wir nehmen Sie natürlich auch in unsere Mitte. Und hallo, Frau Ströhr. Hallöchen. Hallo. Und wir setzen uns einfach am besten und ich stelle Sie wie die anderen auch einfach ganz kurz vor. Annette Ströhr geht seit einigen Jahren der Frage nach, wie wohl die Energie der Zukunft aussieht und wie wir diese bestmöglich nutzbar machen. Digital, nachhaltig, autark. Eines der Schlüsselelemente in der Energiewende ist dabei der Umstieg von Verbrennen auf Elektromobilität. Und dass diese Technik nicht in den Kinderschuhen steckt, sondern weit mehr Spaß machen kann als jedes herkömmliche Fahrzeug, beweist sie mit ihrem voll elektrischen Shuttle-Service für Groß- und Kleinevents. Allen voran mit einem deutschlandweiten Pool an Teslas, dem Pionier der Elektromobilität. In der Region um Südbrandenburg bereits Verfechterin des Umdenkens, ist sie auch aktiv als Vollversammlungsmitglied der Industrie- und Handelskammer und als Speakerin tätig. Ich habe ja ihre tollen Teslas da hinten schon gesehen, vor allem diese goldene Farbe, die habe ich noch nie gesehen. Schon mal sehr beeindruckend. Frau Ströhr, aber was heißt denn genau der Service Miet dir die Zukunft, so nennen Sie Ihren Service, beziehungsweise Fahrgefühl 2.0. Also was genau steckt denn da dahinter? Dahinter steckt vor allem unser Gründungsgedanke. Wir haben gesagt, Tesla ist schon so weit mit der Technik und das wissen hier in der Region viele noch nicht. Und bevor wir das nicht sehen können und anfassen können, werden wir nicht begreifen, wie weit die Technik ist. Das ist überhaupt erst der Gedankengang gewesen, dass ich meine Firma gegründet habe. Und Fahrgefühl 2.0 deswegen, weil das Fahrgefühl einfach ein völlig anderes ist. Da kann kein Verbrenner Fortschritt mithalten. Und erst wenn ich ein Elektroauto gefahren bin, weiß ich, worum es eigentlich geht. Wir sagen immer, E-Mobilität muss man erleben. Und die Möglichkeit biete ich.
Und die habe ich zu Anfang in kleinem Rahmen geboten, mit regionaler Vermietung und mittlerweile halt überregional, vor allem vor Großevents, damit möglichst viele Menschen mit einmal begeistert werden können. Trotzdem ist ja alles noch ein Stück weit in den Kinderschuhen, eine Outdoor-Vermietung nur mit Tesla. Das ist ja schon was Besonderes. Also Sie betreiben Ihre Autovermietung ausschließlich mit Teslas. Also nicht auch mit anderen Elektroautos, sondern mit Teslas. Das heißt, für Tesla schlägt dann ganz besonders das Herz? Für Tesla schlägt das Herz ganz besonders, einfach weil die Technik sowohl im Fahrzeug als auch das, was dazugehört, die Ladeinfrastruktur, die Software im Fahrzeug, die Vision, die dahinter steht, am begeisterungsfähigsten ist, okay, um es mal so auszudrücken. Und ein weiterer Grund ist, dass die Fahrzeuge schon sehr gut verfügbar sind. Dadurch, dass ich das deutschlandweit anbiete, muss ich in den jeweiligen Städten, wo die Events stattfinden, Fahrzeuge punktuell anfragen. Und da habe ich halt von Tesla schon ein gutes Netz. Von anderen Elektroautoherstellern ist das halt einfach sehr, sehr schwierig, leider. Okay, Sie haben ja vorher schon erwähnt, Sie bieten auch Chauffeurdienste an. Was würden Sie sagen, Ihre Kunden, machen die das der Elektromobilität wegen? Ist es eher Zufall? Oder werden Sie schon aufgesucht, weil Sie eben Teslas oder mit Teslas Ihre Kunden chauffieren? Es ist beides, aber ganz viel ist es eine Imagefrage. Das Thema Nachhaltigkeit, einen grünen Anstrich verleihen, digital nachhaltig, das sind ganz viele Themen, die in Tesla einfach drin stecken. Da ist der E-Antrieb das eine, aber das Image, was ich damit vermittle, auch ein ganz, ganz wichtiges in vielen Bereichen. Und deswegen ist der Tesla einfach ein Anzugspunkt aus vielen Ebenen. Okay. Und Chauffeurdienst, haben Sie da irgendwie, da erlebt man ja vielleicht mal irgendwie was, haben Sie da irgendwie vielleicht ein oder zwei Anekdoten, was Sie da schon irgendwie Lustiges erlebt haben? Ich habe eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt. Vor 2 Jahren, als wir noch sehr klein waren, hat ein Mann aus Berlin von seiner Familie einen Chauffeurservice in den Spreewald geschenkt bekommen. Der junge Mann war 80 und Tesla begeistert. Er hat in seinem Umfeld alle von Tesla mitgerissen, immer wieder, und hat noch nie in so einem Fahrzeug gesessen. Und da hat sich seine Familie zusammengetan und hat hinter seinem Rücken bei uns im Spreewald das organisiert, dass wir eine Kaffeefahrt in unserem Fahrzeug machen. Ich habe die dann als kleine Truppe durch den Spreewald gefahren, voll elektrisch im Tesla, und das war wundervoll, weil er von nichts wusste, als er bei uns angekommen ist, und er hat Tränen in den Augen gehabt. Das war für ihn ein so Wahnsinnsmoment, dass ich da dabei sein durfte. Das halt wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte nach dieser Moment. Okay, und er war dann natürlich nachher auch so begeistert, wie er das erwartet hat. Definitiv. In diesem Tesla. Auf zu jeden sitzen. Fall. Schöne Geschichte. Ja, Sie sind ja selber, wie Sie gesagt haben, großer Tesla-Fan. Ich muss jetzt nach dem Namen gucken. Sie haben im März Herrn Christiani, den Bürgermeister von Grünheide, mit einer Pro-Tesla-Veranstaltung unterstützt. Was sind denn diesbezüglich Ihre Pläne für die Zukunft? Und kann man da vielleicht noch weitere Veranstaltungen von Ihnen in Grünheide erwarten? Das ist richtig. Im März hatten wir den Elektroerlebnistag in Grünheide auf die Beine gestellt. Eine sehr schnelle Aktion, und ich bin dankbar und freue mich sehr über die Unterstützung der Gemeinde Grünheide, die dankbar war über das Engagement. Wir sind da mit sehr vielen Teslas und auch anderen Fahrzeugen vor Ort gewesen, 2 Räder, 3 Räder, 4 Räder, alles, was der Markt so hergegeben hat auf die Schnelle, und haben Grünheide mitgerissen. Das ist sehr schön gewesen, weil es ja doch sehr viele Negativschlagzeilen gab, und definitiv findet das nächstes Jahr erneut statt, allerdings in einem größeren Rahmen. Das letzte Aprilwochenende, der 24. und 25. April, sind dann die Elektroerlebnistage. Es wird ein 2-Tages-Event. Den ersten Tag machen wir ein großes Tesla-Treffen mit Pilgerfahrt zur Gigafactory in Grünheide. Da darf man gespannt sein, was wir uns so haben einfallen lassen. Und am Sonntag ist der Elektroerlebnistag. Der ist dann für Groß und Klein. Der ist branchenoffen. Da haben wir sowohl Vertreter der E-Mobilität, aber vor allem alles zum Thema Mobilitätswende, Energiewende, Nachhaltigkeit, Energie, Solar, Wind, alles, was dazugehört. Und ganz wichtig, mein Herzensanliegen, die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen. Wir möchten einen
nennen wir es Museum zum Anfassen, Physik zum Anfassen, einen Bereich schaffen, wo man tatsächlich spielerisch den Strom nachvollziehen kann. Wie funktioniert das? Wie stelle ich den her? Okay, gut. Also wenn Sie Frau Ströhr am 24. April nächstes Jahr treffen wollen, aber wenn Sie sie vorher treffen wollen, dann finden Sie sie da hinten bei diesem wunderschönen braun-goldenen Tesla unter anderem. Ich glaube, der weiße gehört auch dazu. Und da tritt übrigens Frau Ströhr den Beweis an, dass ein Tesla auch einen Wohnwagen ziehen kann, mit dem sie nämlich hierher gekommen ist. Ja. Frau Ströhr, wir sehen Sie später auch nochmal auf der Bühne, dann zusammen mit Tesla, Olli. Wir sind schon sehr gespannt darauf. Vielen Dank. Vielen Dank. An dieser Stelle nochmal von der Redaktion hier von mir eine kleine Meldung, die ganz auf den Nägeln brennt. Es gibt eine Feuerwehrzufahrt und die ist gerade zugeparkt von einem Renault Zoe mit dem amtlichen Kennzeichen B für Berlin LJ772. Bitte das Fahrzeug sofort dort entfernen. Dankeschön. Gut, so. Dann jetzt endlich mal wieder ein Mann. Ja. Und ich bitte den Hans Kurzweg auf die Bühne. Hallo, Herr Kurzweg. So. Hans, grüß dich. So, der Hans hat eine blaue Weste um. Warum hat er die um? Weil der Hans mich unterstützt hier auf dieser Veranstaltung und weil der Hans und die Interessensgemeinschaft E-Mobilität Berlin-Brandenburg hier auch versucht, ein Stück weit Ordnung mit sicherzustellen auf dem Platz. Und von daher vielen, vielen Dank schon mal dafür, Hans. Und wenn Sie angesprochen werden von Menschen mit blauen Westen, dann gehören die tatsächlich zu uns. Und ich würde Sie halt bitten, wenn Sie da einen Hinweis bekommen, etwas zu ändern, vielleicht einen Mundschutz zu tragen oder sich mal die Hände zu desinfizieren oder auch mal das Fahrzeug aus der Feuerwehrausfahrt rauszufahren, dann nehmen Sie das bitte ernst. So, Hans, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Hans Kurzweg ist Mitbegründer der Interessensgemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, der sogenannten IGE-MBB, ein ganz leichter Begriff, der gut über die Zunge geht, und Berater für Umwelt- und Elektromobilität in Trebin. Dem Thema E-Mobilität gehört seine Leidenschaft. Hauptberuflich ist er studierte Physiker und Mathematiker, seit 1985 selbstständig als Versicherungsmakler und hat den 6. Dan im Deutschen Karateverband inne. Hans hat ein unglaublich umfangreiches Wissen zur E-Mobilität, ist ein geübter Talkgast und Sparringspartner in Diskussionen und Moderationen. Hans, du bist ein großer Tesla-Fan, wie ich weiß. Absolut. Ich kann es nicht verhehlen. Ich habe eine Jacke an, aber ich fahre ja seit 2011 einen Tesla Roadster und hatte damals das Glück und die Entschlusskraft, mir dieses Fahrzeug zu kaufen. Das ist heute auch hier. Man kann es sich anschauen. Es steht oben gegenüber von dem Restaurant und Hoteleingang am Straßenrand geparkt. Ihr müsst tatsächlich dicht rangehen, weil der ist so klein, den sieht man erst, wenn man davor steht. Ja, also ich habe das auch schon gehabt, das Vergnügen. Ich finde ja, der passt super zu mir, weil ich nicht so groß bin, aber ich glaube, da kann man nicht so richtig verhandeln mit dem Hans. Hans, du bist der Mitbegründer der IGE-MBB. Was genau macht die IGE-MBB und welche Ziele verfolgt ihr? Unter anderem unterstützen wir sehr gerne solche Menschen wie dich, Michael, die also tatsächlich sich ins Zeug werfen für Elektromobilität, für regenerative Energien, für Ladeinfrastruktur. Also da kann ich mich hier nur an Herrn Müller vom BEM anschließen. Also wir sind natürlich nicht so groß organisiert wie der BEM, also nicht bundesweit. Wir sind eben Berlin-Brandenburg. Aber wenn man uns ruft, dann werden wir sehen, was wir tun können. Wir haben eine ganze Reihe von Personen, die immer sehr hilfsbereit sind. Die sind auch heute hier. Und uns war es eine Freude, dich zu unterstützen, weil wir ziehen absolut an einem Strang. Also nach kurzem Telefonat war das sofort klar. Wir haben dann natürlich auch ein paar Ressourcen, die wir einbringen können, sodass das ganze Ding dann wieder noch ein Stück gewachsen ist. Und mit diesem Wachsen dieser einen Säule fühlen sich dann wieder andere verpflichtet, dann auch zu kommen. Und so hat das ganze Ding eben jetzt heute hier
glücklicherweise eine echt tolle Veranstaltung geworden. Ja, wir freuen uns, dass wir dir helfen konnten. Ja, Hans, vielen Dank. Also das war wirklich großartig. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Gespräch. Und wenn man das hier heute sieht, also da ist natürlich ganz viel auch euch zu verdanken. Und ich muss an der Stelle dann auch nochmal sagen, also vielen, vielen lieben Dank auch an Uwe und Martin hier für diese tolle Technik, also für die Fernsehtechnik, den Ü-Wagen, das Livestreaming, die Luftaufnahmen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das hat mich wahnsinnig gerührt, da so eine Unterstützung zu kriegen. Vielen, vielen Dank. Also auch hinten jetzt in die Regie rein. Wir haben ja, die Kontakte sind ja mittlerweile ganz gut da. Wir haben uns ganz gut vernetzt und dann schaut man eben, was möglich ist, nicht? Also, aber an der Stelle möchte ich also insbesondere mal den Dank aussprechen an meine liebe Ehefrau, die nie auf der Bühne ist, aber immer munter dabei ist. Also Simona, wenn ihr sie seht, blonde Haare hochgesteckt, auch mit der blauen Weste. Das ist meine liebe Ehefrau, immer hilfsbereit, immer dabei. Also ihr gehört genauso viel Dank. Eigentlich müsste sie auch mal hier sitzen. Das stimmt. Und im Übrigen war sie gestern auch auf der Bühne, denn sie hat mich hier ganz schön, motiviert, die Dinge hier mit fertig zu kriegen. Und Bühnenerfahrung hat sie. Vielleicht holen wir sie nachher mal auf die Bühne, würde ich vorschlagen. Vielleicht noch eine Frage vorweg. Wir sehen dich ja nachher noch hier unten auch als Gastgeber für die Talks mit den Herstellern. In Interviews. Und ich habe noch eine Frage, und zwar, du bist ja in Trebin der Mobilitätsbeauftragte oder der E-Mobilitätsbeauftragte auch. Und Trebin gilt ja auch als Modellstadt. Kannst du uns noch mal kurz verraten, was da so das Erfolgsgeheimnis ist? Das Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass man jemanden hat, der an den Schaltstellen sitzt und das Ganze mitträgt. Wenn du immer nur bitten und betteln und kratzen musst, dann kannst du es vergessen. Und ich glaube, viele, die irgendwo als Akteure unterwegs sind, wissen, was ich meine. Wir haben das Glück in Trebin, dass wir einen Bürgermeister haben, der sehr früh das Potenzial erkannt hat und gesagt hat, wir haben ja ein Klimaschutzkonzept. Nicht nur Trebin, auch der Landkreis und das Bundesland und überhaupt alle Organisationen. Also wir haben natürlich gesagt, Elektromobilität kann dazu beitragen. Und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass wir relativ viel Fahrten durch die Stadt haben, die gar nichts dazu tun haben. Also wir müssen versuchen, das zu ändern. Und wir haben Erfolge. Die Stadt hat mehrere Elektrofahrzeuge inzwischen für die Stadtbediensteten, wo es Ordnungsamt und Bedienstete unterwegs sind. Der Bauhof, dem nächsten Elektrofahrzeug. Die Hausmeister der Schulen haben Fahrzeug. Wir haben den Kranich Express. Hier wurde vorhin gesagt, so ein bisschen den ÖPNV zu verbessern mit einem Shuttle, das hat der Bürgermeister hier gesagt. Möge er sich bitte mal an Trebin wenden, den Kranich Express zu initiieren, war ein bisschen aufwendig, aber es ist ein Erfolgsmodell sondergleichen. Das heißt, wir stehen davor, den weiter und weiter auszuweiten, während andere noch nicht mal den ersten Schritt gemacht haben. Und da deswegen, also ich setze mir jetzt mal die Krone auf, deswegen habe ich gesagt, Trebin ist Modellstadt für Elektromobilität im ländlichen Raum. Da kommt keiner zu dir und sagt, du bist das. Das machst du selber, weil du glaubst, dass es richtig ist und keiner streitet es ab. Und damit ist es gesetzt. Also Trebin, Modellstadt für Elektromobilität im ländlichen Raum, ist dann auch für uns natürlich Titel, Arbeitstitel und auch Verpflichtung für Akteure vor Ort, da mitzumachen. Und ich darf sagen mittlerweile, dass ich also mehrere Anfragen von normalen Bürgern, auch von Firmen und Gewerbebetrieben habe in der Stadt Trebin, die sich fragen, wie geht das, kann ich das auch, wie ist die Vernetzung mit Photovoltaik? Und genau darin verstehe ich meinen Job. Und ich habe manchmal 3 pro Woche, die sich interessieren. Das dauert dann sicherlich noch seine Zeit, aber ohne mein Wirken wären die 3 wahrscheinlich gar nicht gekommen, weil die wissen auch nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und wir haben auch Leute, die uns angesprochen haben, die aus der Umgebung kommen, wo sie sich dort eben nicht vertreten fühlen. Ich will da keine Städte nennen, das wäre ein bisschen peinlich, aber das heißt, die Hälfte meines Jobs mache ich sogar für andere Kommunen, Gemeinden im Umland. Hans, vielen Dank. Das heißt, das Ganze lebt natürlich vom Enthusiasmus, vom Machen, einfach machen und vom Überzeugen, ne? An der Stelle. Ja, richtig machen ist das A und O. Also wir haben ja nun viele Berater für Elektromobilität, die hauptberuflich unterwegs sind in Deutschland, die es auch eine Berufsausbildung dazu haben. Das gibt es auch mittlerweile, das habe ich nicht. Also ich nehme kein Geld dafür, zumal die Stadt Trebin meine Unkosten bezahlt. Also hat noch jeder Bürger da durchaus einen Vorteil. Richtig machen ist das A und O. Und richtig machen bedeutet eben Information. Und Information kann man eben hier und heute bei den Ausstellern bekommen, sodass man, wenn man Interesse daran hat, es dann auch wahrscheinlich richtig macht. Gut, richtig machen, glaube ich, nehme ich jetzt zum Anlass.
mich bei dir zu bedanken nochmal und bei euch in der IGE. Und wir sehen uns ja gleich wieder auf der Bühne. Ne? Und bis dahin dann erstmal eine gute Zeit, Hans. Und vielen, vielen Dank. Gerne so. Begrüßen Sie auch nochmal hier ganz herzlich Herrn Holzmeier, der gerade kommt. Und Sie dürfen sich auch wieder in die goldene Mitte setzen. Bitte. Genau dahin. Hallo, Herr Holzmeier. Wie die anderen stelle ich Sie auch mal ganz kurz vor. Ja? Herr Holzmeier ist der Leiter der Landesvertretung Niedersachsen für den Bundesverband Elektromobilität. Er engagiert sich seit Jahren für einen Bewusstseinswandel im Bereich Mobilität. Seit 2012 betreut er ein Projekt in Steierberg in Niedersachsen. Dort wird seit 29 Jahren ein Carsharing mit elektrischen Fahrzeugen und erneuerbaren Energien betrieben. Es ist das älteste Projekt seiner Art in Deutschland. Herr Holzmeier ist 2015 nach Paris eingeladen worden, um im Rahmenprogramm der dortigen Klimakonferenz das Modell Steierberg zu repräsentieren und zu präsentieren sicherlich. Der Rat des Flecken Steierberg hatte einige Monate vor dieser Klimakonferenz einen Masterplan 100% Klimaschutz beschlossen, der sich eigentlich im Wesentlichen mit dem Abkommen, das dann in Paris beschlossen worden ist, deckt. Herr Holzmeier, jetzt sind Sie extra aus Niedersachsen in das beschauliche Bad Saarow gereist. Warum? Ja, danke erstmal für die Einladung. Warum bin ich hierher gereist? Weil ich geahnt habe, dass das so eine fantastische Veranstaltung hier wird. Und ich hätte mich sonst geärgert, es verpasst zu haben oder nur halt über YouTube oder Streaming sehen zu können. Das ist der Grund. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt, also habe ich ja eingangs erwähnt, betreuen Sie dieses Projekt Carsharing in Steierberg seit 2012. Das gibt es aber seit 29 Jahren. Also seit unfassbar 29 Jahren werden dort Elektroautos benutzt. Wie kann ich mir die vorstellen von 29 Jahren? Wie wurden die geladen? Mit Stromkabel aus dem Wohnzimmerfenster? Oder wie? Und wie war die Reichweite bis einmal um die Ecke? Ich halte ja nachher noch einen Vortrag zu dem Thema um 16 Uhr. Da habe ich auch so ein paar historische Bilder. Das ist immer ganz witzig, wenn man so alte Schwarz-Weiß-Bilder sich dann betrachtet. Das waren natürlich jetzt nicht solche Fahrzeuge, wie wir sie jetzt hier sehen. Ne? Das denke ich klar. Mir, ja. Und Ladeinfrastruktur, dafür gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Das ist der ganz normale Haushaltsstecker, Schuko. Und so machen wir das heute noch. Wir haben ganz normale Außensteckdosen und da werden die Autos geladen. Aber wie sah so ein Auto aus? Wie darf ich mir das vorstellen für diejenigen, die jetzt nicht bei diesem Vortrag dabei sind? Waren die ganz groß? Ja, die waren, ich habe ja Fotos dabei, wer sich dafür interessiert, 16 Uhr im Hotel. Also es waren Autos, da passten zwei Menschen rein und vielleicht noch so ein Getränkekasten oder ein Koffer. Okay. So ganz kleine Kabinen. Ganz streng genommen waren das auch keine Autos von der Zulassung her. Es gibt ja diese M1-Homologation. Das sind dann halt PKW-Zulassungen. Das gab es damals noch nicht. Das ist klar. Aber es reichte aus, um halt so die täglichen Fahrten zu machen. 40 Kilometer Reichweite, würde ich mal sagen, circa. Und wie lange wurden die dann wieder aufgeladen? Also wie lange brauchte man, bis man wieder 40 Kilometer fahren konnte? Das ist gar nicht so richtig überliefert. Aber es war immer so, halt, man ist irgendwo hingefahren und wenn man zurückkam, gleich an die Steckdose und dann ist die nächste Person ein, zwei Stunden wieder irgendwo hingefahren und meistens sind auch alle wieder zurückgekommen. Und wie groß waren die Batterien, die da verbaut waren? War das das halbe Auto oder wie darf ich mir das vorstellen? Na, das waren noch die klobigen Bleibatterien. Und die haben schon eine Menge Platz weggenommen in dem Fahrzeug, ist klar. Kann ich mir vorstellen. Deutlich mehr als heute. Ja, das kann man mit dem, was es heute so gibt, überhaupt nicht vergleichen. Ja, und heute gibt es ja immer noch das Carsharing. Wie organisieren Sie das heute in diesem ländlichen Raum? Ja, dazu muss ich sagen, wir wollen uns jetzt von dem Begriff Carsharing verabschieden. Okay. Also pünktlich zum 30-jährigen
werden wir das eher Mobility Sharing nennen, weil wir jetzt auch E-Bikes einbinden. Wir haben so ein, ja, was man so Ride Pooling oder Ride Sharing nennt, Mitfahrmöglichkeit, dass man das also alles über diese Plattform abwickeln kann. Das heißt, ich kann als Nutzer mich entscheiden, will ich selber mit dem Auto irgendwie hinfahren, will ich mit einem Lastenrad, mit einem Bäckerbike oder was auch immer, oder will ich nur irgendwo mitfahren. Das kann ich alles über eine App dann buchen. Mhm. Und wir haben in der Vergangenheit verschiedene Plattformen ausprobiert und damals gab es ja keine digitalen Möglichkeiten. Das heißt, es gab da, wo die Autos stehen, da war so ein Plexiglas-Briefkasten praktisch und da war ein Tischkalender drin. Das war dann unsere Buchungshardware, muss man ja dann sagen, ist ja keine Software. Und da konnte sich dann jeder eintragen, hat wunderbar funktioniert eigentlich. Und das haben wir so ähnlich jetzt auch in der Übergangsphase im Augenblick so gemacht, weil wir uns von der Einbuchungsplattform halt verabschiedet haben und die neue ist noch nicht da. Jetzt machen wir das über so Google-Kalender. Klappt eigentlich auch ganz gut, aber ist natürlich nicht für das ausreichend, was wir vorhaben. Ja, nämlich, also das in die Zukunft zu bringen sozusagen, aber für welchen Hintergrund würden Sie, welchem Hintergrund des Pariser Klimavertrages, vor welchen Herausforderungen steht Ihrer Meinung nach denn eine gelungene Mobilitäts- und Energiewende? Wenn Sie den Pariser Klimavertrag. Das ist das richtige Stichwort. Also Mobilitätswende und Energiewende, das ist ein Paket. Und das hat bei uns auch Tradition. Das älteste Kraftwerk bei uns im Ort ist ein Wasserkraftwerk, das läuft seit 1896. Und, seit 1896. Also das ist auch schon ein bisschen her. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist halt immer mehr dazugekommen. Wind, Sonne, auch Biomasse. Und wir haben jetzt mittlerweile, ich habe jetzt heute noch nicht geguckt, ich kann auf hier über meine App kann ich viertelstündig genau schauen, wie hoch der Prozentanteil erneuerbare Energie ist bei uns im Netz. In den meisten Fällen, also heute würde ich mal tippen, liegen wir jetzt bei 100%. Bilanziell sind es im Jahr 300%, also der Flecken Steierberg produziert dreimal so viel Strom, wie alles, was da so an Stromverbrauchern ist, braucht. Okay. Und in der Realität kommen wir dann auf ein Mittel von 96%. Also wir haben noch 4%, was dann von außen dazu gekauft werden muss. Und Paris sagt ja auch, dass wir den Energieverbrauch oder Energiebedarf halbieren wollen. Das ist ja das Paris-Ziel, das ist auch das Ziel unseres Masterplans. Und wenn wir das erreichen, diese 50%, dann sind wir immer auf 100, weil es fehlen uns ja jetzt nur noch 4. Das heißt, der Flecken, ich glaube, das steht eigentlich, ich kenne diesen Begriff als kleiner Ort. Wie viel Menschen leben dort? Der Flecken Steierberg hat ungefähr 5000 Einwohner. Und der Hauptort Steierberg hat so ungefähr 2500. Also die Hälfte der Steierberger wohnen halt in dem Ort und der Rest verteilt sich auf 7 Ortsteile. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat hier Bad Saro? Wir haben, ich meine, so zwischen 5.500 und 6.000 Einwohner. Also wir sind auch nur ein Flecken, wenn man es danach definiert. Aber okay. Ein sehr schöner Flecken. Ja, das stimmt. Also was wir nämlich nicht haben, ist so ein toller See. Das genieße ich hier, die Sicht auf den See. Also ich war, also ich denke mal, also auch Christine und ich, wir sind uns einig, wir waren auf keinen Fall das letzte Mal hier. Ja, das, Alex, das freut mich natürlich auch toll, so eine Werbung hier zu hören. Besonders natürlich den Tourismusverein dort hinten und unseren Bürgermeister. Und erzählt rum in Niedersachsen. Schon passiert. Aber noch mal ganz kurz, das heißt also 2500 Menschen werden ausschließlich mithilfe nachhaltiger Energieproduktion versorgt, was ziemlich beeindruckend ist, wie ich finde. Ja, genau so ist es. Und jetzt kommt der Hammer. Ja. Ist es also nicht so, dass bei uns irgendwann mal der Strom ausgeht, dass wir im Dunkeln sitzen oder das Licht ausgeht oder so. Wir haben immer genug Strom. Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch Einwohner,
die selber zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf dem Dach haben. Oder, was ich ja charmant finde, da habe ich da vorne auch gesehen auf dem Stand, diese sogenannten Balkonmodule, ist auch immer mehr im Kommen, weil das ist etwas, was fast jeder machen kann. Ich brauche eigentlich für ein Balkonmodul, brauche ich ja noch nicht mal einen Balkon. Ich brauche einfach nur irgendwo eine Fläche, wo ich so ein Modul so einigermaßen, muss ja noch nicht mal Richtung Süden sein. Ja. So Ost-West geht ja auch, manchmal sogar besser. Und dann stelle ich mir 1, 2, 3 solche Module hin und habe schon sehr viel eigenen Strom, mehr als man glaubt. Eine letzte Frage, wie darf ich mir das vorstellen, wie ist das auf so einer Klimakonferenz, wie war das denn in Paris, war das irgendwie, wurden Sie umringt von Wissenschaftlern, Professoren, Politikern oder war das eine sehr, oder war das eine trockene Veranstaltung oder fanden Sie es spannend dort, wie kann man sich das denn vorstellen, keine Ahnung davon. Ja, spannend war es schon, auf jeden Fall. Und die Franzosen machen sowas sehr elegant. Das war, also wir waren im Grand Palais, das ist ein wunderschöner Jugendstilbau. Und im Prinzip, ja, wie so eine Messe aufgebaut. Jeder hatte so seinen Stand, so ein bisschen wie hier. Bloß halt überdacht. Und Professoren, Politiker waren weniger da. Also der einzige Politiker, der uns dort besucht hat, das war damals der französische Präsident, François Hollande, der war tatsächlich bei uns und wir haben ihm auch das Carsharing erklären können. Wir haben für solche Fälle hatten wir so eine Station direkt vor dem Grand Palais eingerichtet. Also ich konnte dann, hätte, wenn er es gewollt hätte, an meinem Handy für den Präsidenten eben mal ein Carsharing-Auto buchen können. Ne? Das haben wir extra so eingerichtet. Das war ganz cool. Und sonst war es natürlich toll, man hat viele Kontakte, vor allen Dingen auch abends dann nochmal irgendwo zusammen was essen gehen. Also es war schon eine interessante Zeit. Also weniger Konferenz als Get-Together sozusagen, war ein spannendes Erlebnis. Die eigentliche Konferenz, das waren ja dann praktisch die Delegationen von den ganzen Staaten, die dort vertreten waren, waren ja praktisch alle. Und das lief dann so separat. Man kriegt dann ab und zu mal so mit, wie so der Stand der Dinge ist. Kriegt auch ein paar Diskussionen mit. Es war natürlich alles so ein bisschen noch unter dem Eindruck von diesen Attentaten, die es da gab. Das muss ich dazu sagen, das war 3 Wochen davor. Okay. Das heißt, es war schon auch so eine leichte Nervosität zu spüren, aber trotzdem noch, ich sag mal, mit französischer Gelassenheit. Okay. Dankeschön. Und jetzt also 30 Jahre dieses Projekt in Stahlberg, da liegt es doch nahe, dass Herr Elon Musk bei Ihnen bestimmt vor ungefähr 20 Jahren, schätze ich, mal ein Praktikum gemacht hat, oder? Weiß ich gar nicht. Aber was natürlich stimmt, wir haben immer mal wieder Besuch von Tesla-Leuten und man merkt schon, dass man so ein bisschen auf der gleichen Visionsschiene läuft. Was Tesla macht, ist halt hochprofessionell alles, ja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist der Hammer, was da läuft. Aber die Vision ist die gleiche, dass man halt erneuerbare Energien nutzt, um die Batterien zu produzieren, um die Autos zu produzieren, um mit den Autos zu fahren, auch um die Produkte, also die Fahrzeuge und so weiter, hinterher auch zu recyceln. Ne? Das ist ja alles mit drin in diesem Tesla-Gedanken und das ist schon cool. Das ist eigentlich genau das, was wir uns 30 Jahre lang fast, naja, man muss sagen, 20 Jahre lang gewünscht haben, weil Tesla gibt es ja schon seit 10 Jahren. Ja. Ich muss mal dazwischen gehen, was ich ja faszinierend finde ist, Tesla kriegt ja wahnsinnig viel Werbung hier gerade heute und die sind nicht mal hier auf dem Gelände. Ja? Das ist schon faszinierend, das muss man erstmal hinbekommen. Ja, das braucht Tesla auch nicht. Also das... Stimmt. Die können sich immer sicher sein, dass genug Tesla vor Ort ist. Ist auch normal. Aber ich finde es halt gut, dass wir hier eine Vielfalt haben. Also früher war eine Elektromobilveranstaltung oft eine Tesla- und Zoe-Veranstaltung. Also Renault Zoe und Tesla. Und dann kam erstmal lange Zeit nichts. Aber wenn man sich hier umguckt, ist das längst nicht mehr so, würde ich sagen. Ne? Die Vielfalt ist viel größer geworden und ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren auch nochmal steigern. Ja, das hoffen wir und vor allem du.
Vielen Dank, Herr Holzmeier. Ich weiß gar nicht, wo Ihr Stand ist. Würden Sie den noch mal ganz kurz zeigen, wo man Sie treffen kann zum Gespräch? Also das, hier draußen bin ich am meisten hier genau geradeaus an dem Stand vom Bundesverband E-Mobilität, BEM. Da vorne hier direkt in der Mitte. Genau, da steht so ein E-Golf, der ist von der Wirtschaftsförderung und genau daneben sind wir. Wunderbar, da treffen Sie Herrn Holzmeier und können ihm sicherlich noch viele weitere Fragen stellen. Und das haben Sie ja selbst schon angekündigt. Ich will nur noch den Namen dieses Workshops nennen. Baustelle Mobilität, Auswirkungen des Pariser Klimaschutzabkommens auf die Mobilität. Und den werden Sie nachher in den Räumen des Esplanat, also des Hotels Esplanat, halten. Das ist richtig. Ich glaube, da brauchen wir noch keine Anmeldung. Stimmt das? Das stimmt. Also kann man einfach so hinkommen, 16 Uhr. Der Workshop ist offen. Das heißt, jeder, der da Interesse hat, darf dorthin gehen, also bis der Raum natürlich entsprechend voll ist. Auch dort gilt das Hygienekonzept. Das heißt, wir müssen natürlich darauf achten, dass die Leute ausreichend auseinandersitzen. Es wird um 16 Uhr losgehen mit dem Workshop. Und ich bin eigentlich total neidisch, dass ich nicht dabei sein kann, Alex, weil ich hier noch ein paar Aufgaben habe nachher. Aber ich wünsche dir viel, viel Erfolg und ich glaube, das ist ein super, super spannendes Thema. Nutzen Sie das, gehen Sie da mal rein und hören Sie sich das bitte an. Ja, ja, ich würde mich freuen, weil, ja, weil ich natürlich, wir sind ja jetzt alle sehr happy über diese Veranstaltung. Ich werde aber ein bisschen auch über die Schattenseiten erzählen, damit das nicht nur die rosa-rote Brille hier ist, sondern wir haben Herausforderungen, die müssen wir erkennen, das ist ganz wichtig. Ne? Wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, alles super. Ne? Sondern wir müssen auch die Herausforderungen im Blick haben, die vor uns liegen. Und die sind nicht ohne. Ja, das stimmt. Vielen Dank, Herr Holzmeier. Sie müssen einmal hier die Hände bitte wieder desinfizieren, muss leider jeder machen. Ja, liebe Besucher, Sie sehen, wir haben viele interessante Gäste, die sich jetzt auf den Austausch mit Ihnen freuen. Genau, dann werden uns nämlich die Aussteller zeigen, was sie zum Thema Elektromobilität anzubieten haben. Und moderieren tut es, den haben Sie ja schon kennengelernt, Herrn Kurzweg, der hier unten steht. Und jetzt im Anschluss bzw. dann parallel dazu demonstrieren alle Elektromobilisten, welchen Unterschied ihre fahrbaren Untersätze machen. Du musst sagen, wann das losgeht. Das heißt, Sie können erleben, welchen Unterschied die Fahrzeuge zu den konventionellen machen und das ganz, ganz leise und abgasfrei. Und wann machen wir das, Tobi? Das ist jetzt in der Tat eine sehr gute Frage, denn wie auf jeder guten Veranstaltung haben wir unseren Zeitplan komplett gerissen. Und diese Ausfahrt wäre jetzt eigentlich dann auch zu Ende, gerade jetzt. Das heißt, wir werden ein bisschen improvisieren, jeder, der Lust hat, und da, wo es möglich ist. Man muss natürlich wissen, dass im Moment ja aufgrund der Pandemieentwicklung die Fallzahlen leider sehr stark steigend sind. Damit ist natürlich die Idee des Mitfahrens auch so ein bisschen, da muss man Rücksicht drauf nehmen. Und ich glaube, das wird halt so nicht stattfinden können im großen Rahmen. Aber da, wo es möglich ist, Probefahrten mitzumachen, entsprechend mit Maske, machen Sie das. Ich glaube, die große Ausfahrt, die werden wir jetzt nicht machen mit Blick auf die Uhrzeit, sondern wir machen dann jetzt hier um 14 Uhr weiter. Und ich freue mich auf die Vorträge dann auch mit den Herstellern und Ausstellern, mit dem Hans.